Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti, endlich mal wieder. Und heute fangen wir mal an mit einem Video von den Top. Es werden wahrscheinlich 8 Übungen, wenn ich das mal so richtig prognostiziere, 8 Übungen, die ich nicht mehr mache. Ausgegebenen Anlass, weil mich ein anderes Video dazu inspiriert hat. Und dies ist eine Liste, die ich begründen werde, aber die ist natürlich auch sehr persönlich. Da können Übungen bei sein, von denen ich gar nicht behaupte, und das werde ich dann dazu sagen, dass sie grundsätzlich für jeden da draußen schlecht sind. Manche halte ich grundsätzlich eher für zu vernachlässigen. Andere sind sehr persönlich, weil ich vielleicht persönliche Verletzungen hatte, warum ich die Übungen nicht mehr mache oder auch warum mein Körper einfach schlecht auf diese Übung reagiert. Das muss nicht bedeuten, dass sie für euch schlecht sind. Welchen Mehrwert hat das denn dann, außer zu wissen, was der Gotti für Übungen mag und nicht? Die Begründungen dafür zeigen euch vielleicht, worauf auch ihr bei eurer Übungsauswahl achtet und warum ihr vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Selbstsicherheit entwickeln solltet, manche Übungen einfach auszulassen, selbst wenn die gesamte Bodybuilding-Welt diese feiert und richtig toll findet. Nun kommen wir zu den Top 8 Übungen, die ich nicht mehr mache und schon teilweise vor langer Zeit von meiner Liste gestrichen habe. Und die erste Übung, das sind Dips, wohlgemerkt allerdings mit Zusatzgewicht. Ich muss sagen, das ist bereits schon eine Übung, das hat einen persönlichen Grund, weil sie so oder so schon für die Schultern eine starke Belastung darstellt. Dips grundsätzlich, weil ihr sehr weit nach hinten kommt, euer Oberkörper recht gerade bleibt, selten beugt ihr euch vor. Und das, was hier entsteht, ist eine starke Belastung für die Schulter, weil sie sich enorm verzieht und der ganze Schulterkanal, durch den all eure Sehnen und Nerven laufen, dadurch ziemlich klein werden kann. Wer sowieso leidet unter Schulterproblemen, Impingement-Syndrom, sonst was, der hat hier somit eine der giftigsten Übungen. Und daraus dann Kraft zu entwickeln, und ihr habt darin erstaunlich viel Kraft. Also im Gegensatz zu anderen Schulterübungen wie Seitheben oder dergleichen, die alle schwierig sein könnten, je nachdem, ob man eine Vorbelastung hat oder nicht. Das hier ist eine komplexe Grundübung. Da habt ihr so viel Power teilweise wie beim Bankdrücken drin. Heißt, ich könnte hier ein Zusatzgewicht, und habe es auch teilweise früher gemacht, von 50, 60 Kilo dranhängen. Und ich glaube, das ist mit dafür verantwortlich, dass ich dann irgendwann meine Schulterverletzung hatte. Denn gerade wenn ihr dann in diesem Winkel tatsächlich seid und dann auch noch unten 60 Kilo dran baumeln habt und damit eure 6-7 Wiederholungen macht. Oh mein Gott, wenn ich jetzt nur dran denke, dann wird mir schwindelig. Deswegen ist das eine Übung, bei der ich grundsätzlich bei euch sage, mit Vorsicht zu genießen. Ihr habt darin viel Kraft und ich weiß nicht, ob nicht grundsätzlich die Effektivität dieser Übung mit Zusatzgewichten zu vernachlässigen ist und ihr könnt da ganz andere Übungen machen. Bankdrücken, negativ Bankdrücken, und das müsst ihr gar nicht machen. Braucht ihr das, um richtig gutes Brust- oder auch Trizeps-Development zu haben? Ich glaube eben nicht, dafür ist die Gefahr relativ groß. Also selbst wer noch keine Verletzung hatte, ihr wollt nicht genauso wie ich in die Position kommen, 15 Jahre nie Probleme mit der Schulter gehabt und dann passiert es irgendwann, dann ist es eben nur zu spät. Deswegen Vorsicht geboten, darauf könnt ihr relativ leicht verzichten. Grundsätzlich, manche mögen aber darauf schwören, ist es jetzt nicht verkehrt, aber bei den meisten, denke ich mal, muss man aufpassen. Auf Platz 7 der Liste der Übungen, die ich nicht mehr mache und das schon recht lange, sind Squat Curls an der Maschine, und zwar beidarmig. Ihr habt ein paar Videos gesehen, wo ich die einarmige Variante mache, und die mag ich auch sehr gerne. Und da erkläre ich auch, warum ich die einarmige Variante so gerne mag. Und genau weil man das nicht machen kann bei der beidarmigen, also der normalen Variante, mache ich diese Maschine einfach nicht so. Ich nutze sie nicht, wie man sie normalerweise nutzt. Und das liegt ganz einfach daran, weil man in eine Handgelenksposition gezwungen ist, die nur für die wenigsten tatsächlich der natürlichen entspricht. Heißt, ich sitze an dieser Maschine und muss nun die Handgelenke in dieser Position halten, entwickle recht viel Kraft bei der Maschine, aber meine Handgelenke übertragen diese Kraft auf unnatürliche Weise, weil sie sich einfach nicht so bewegen lassen, selbst wenn man das hier drehen kann, wie ich das möchte. Zusätzlich ist die Maschine auch von der Breite nicht für jedermanns Sache. Das heißt, wenn hier ein Markus Rühl mit seinem breiten Kreuz dran sitzt, muss der sehr weit wiederum seine Hände nach innen verschieben. Dabei bräuchte er den Griff wahrscheinlich viel weiter außen. Und jemand mit einem schmalen Kreuz wird so ein bisschen weiter nach außen gezwungen. All das ist eine so unnatürliche Weise, und das spürt ihr ganz besonders dann, wenn es eben an die schweren Gewichte geht. Bei leichtem Gewicht kann man das vielleicht noch machen, aber bei schwerem Gewicht, da spürt man es dann ziemlich krass.
Und zusätzlich ist es dann auch noch nicht für jedermanns Armlänge gemacht. Denn der Arm, der Unterarm, müsste genauso lang wie diese Stange sein. Wenn es ein bisschen länger oder kürzer ist, ist auch da der gesamte Radius ein wenig für ein A. Und deswegen habe ich diese Übung noch nie so gemacht eigentlich, wie man sie machen soll. Und mach sie, wenn dann, einarmig, denn dann könnt ihr euren Körper ein wenig verschieben und anpassen, habt viel mehr Justierungsmöglichkeiten und das Ganze funktioniert schon besser. Außerdem habt ihr nicht so einen krassen Gewichtsload drauf und dadurch habt ihr auch nicht so eine krasse Handgelenksbelastung. Auf Platz 6 der Liste ist die Schulterdrückvariante an Maschinen, und zwar an sämtlichen Maschinen. Meistens auch die freien Maschinen, das seht ihr beim McFit, wo ein 90-Grad-Winkel im Sessel drin ist und ihr die Stange dann hier hinten rausheben müsst. Aber auch diese hier, alle möglichen Varianten davon. Es gibt selten eine Maschine, die tatsächlich so geformt ist, dass sie meiner Schulterbewegung standhält. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich zum einen, dass jeder da draußen einfach eine andere Bewegungsamplitude in der Schulter hat, dem komplexesten Gelenk in eurem Körper und mit dem Schlüsselbein zusammenhängt, und zum anderen auch in der Beweglichkeit, die ihr habt. Und bei mir ist beides nicht in der besten Voraussetzung. Meine Beweglichkeit, mein dynamischer Umfang in der Schulter ist sehr gering und schlecht. Ja, jetzt kann man sagen, dagegen kann man was tun, sollte man auch. Dennoch, jetzt wo das noch nicht so ist, ist dieses nach hinten und ganz klar nach oben rausdrücken schlecht für meine Schultern. Ich bewege sie wieder in eine sehr unnatürliche Position für mich, muss darin relativ viel Kraft entwickeln und viel Gewicht bewegen, um diese Übung effektiv nutzen zu können, weil man da recht viel Kraft hat, und dann geht es auch nur auf den vorderen Delta. An der Übung ist eigentlich nichts, was ich mag. Wenn ich eine Schulterdrückvariante mache, dann so, dass der Sitz ein wenig schräger eingestellt wird und ich ein wenig mehr die Ellbogen nach vorne vor den Körper bringen kann und dann nach oben drücken kann. Fühlt sich für den gesamten Schulterkopf viel besser an, bei den meisten anderen darauf sind auch. Und dieses ganz an die Seite und irgendwo da hinten hoch fühlt sich einfach nur furchtbar an. Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, achtet mal darauf, mögt ihr das lieber hier vorne. Es soll nicht ganz vorne sein, dann wäre es mehr wirklich nur noch für den vorderen Delta. Aber damit ihr möglichst ein bisschen mehr Kraft entwickelt, trotzdem in eine angenehmere Position zu bringen. Deswegen definitiv eine Übung, die ich mir ausspare, und das auch tatsächlich schon immer. Und während ich die letzten beiden Übungen tatsächlich noch nie gerne gemacht hat und noch nie ein gutes Gefühl darin hatte und diese auch eigentlich nicht richtig nötig sind, bisher sogar alle drei Übungen, die ich genannt habe, kommen wir jetzt zur ersten Übung, die ich für großartig halte und die für die gesamte Körperentwicklung, nicht nur die spezifische Muskelentwicklung, sondern Körperentwicklung, wirklich gut und wichtig ist: Kreuzheben. Ja, eine der absoluten Grundübungen im Bodybuilding, die ich aber nicht mehr mache. Eigentlich müsste ich sie sogar auf Platz 1 setzen, weil viele von euch da draußen genau dieses Problem haben. Wer schon einmal Bandscheibenproblem hatte, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, was auch immer, der tut sich mit der normalen Kreuzheben-Variante recht schwer. Wer zusätzlich auch noch, genauso wie ich, recht ungedehnt und unbeweglich ist, gerade im Hüftbereich, der hat es noch mal schwieriger, den Rücken gerade zu halten. Und wer dann auch reiner Bodybuilder ist, ja, auch der braucht diese Übung nicht unbedingt. Ich habe sie früher trotzdem mit ergänzt, und ja, gerade auch für den oberen Rücken ist es nicht zu verkennen, was diese Übung macht. Aber genau der untere Teil, der für den Lendenwirbelbereich die größte Belastung darstellt und die größte Gefahr und wo man auch meistens, wenn man ungedehnt ist, der Fehler reinkommt, genau das ist der Bereich, wo Bodybuilder das relativ wenig nur noch nutzen können. Heißt, der eigentliche Teil findet irgendwo hier oben statt. Hier den Bodybuilder eigentlich ausbilden wollen. Unten, dafür gibt es zu viel Ersatz und man kann den unteren Rückenstrecker auch anders trainieren. Und deswegen, wer von euch Rückenprobleme hat, lasst diese Übung weg. Das ist meistens nur ein Stolz und ein Bodybuilding-Mythos. Ihr müsst das machen, sonst gehört ihr einfach nicht zum Club dazu. Genauso wie Kniebeugen. Na, kommen wir da noch zu oder nicht? Aber ihr braucht sie wirklich nicht. Ihr seid Bodybuilder und ihr wollt euren Body ausformen. Und dazu ist keine Übung ein Zwang, denn auch diese könnt ihr gut ersetzen. Ja, für das allgemeine Development gut. Habt ihr Rückenprobleme, lasst die Finger von. Und merkt ihr auch so, ihr seid ein etwas, naja, von Natur aus, wie ich,
zaghaftere Gestalt, dann ist das vielleicht auch nicht die richtige Übung für euch. Deswegen auf Platz 5 statt auf Platz 1, weil sie einfach doch noch eine gute Übung insgesamt ist. Dennoch kann ich sie nicht mehr machen und mache sie deswegen schon seit Jahren nicht mehr. Höchstens die Bodybuilding-Variante und die findet ihr hier. Platz 4, die allerwelts Grundübung, die man überall machen kann und die jeder macht, der selbst nicht im Bodybuilding-Bereich ist, sondern sich fit halten möchte. Liegestütze. In der normalen Variante, natürlich gibt es jetzt viele Liegestütz-Varianten. Man kann Liegestütz mit Liegestützhilfen machen, die benutze ich und die mache ich auch gerne und die sind zu empfehlen. Auch dazu findet ihr Videos auf diesem Channel und man kann sie natürlich auf den Fäusten machen. Ich rede von der ganz normalen Variante, wo man die Hände, die Handflächen komplett auf dem Boden hat. Die werde ich nie wieder machen, denn zum einen ist es auch da so, es ist einfach vor allem, wenn ihr eine größere Körpermasse habt, recht gefährlich für die Handgelenke und ihr merkt es erst zu spät. Ich habe bei meinem Liegestütz-Challenge, den ich damals gemacht habe, als ich glaube so um die 700 Liegestütze gemacht habe in einer Stunde, gemerkt, dass ich für die nächsten, jetzt kommt's, nicht Tage, nicht Wochen, Monate Handgelenkbeschwerden hatte. Und dann andere Bodybuilder, die den Liegestütz-Challenge gemacht haben, auch. Und da ich nun mal ein über 90 Kilo Athlet bin, mit der entsprechenden Muskulatur, hat es mir nicht gut getan. Und weil ich es auch nicht gewohnt bin, sondern die Handgelenke immer, wie es sich gehört, beim Bankdrücken gerade halte und dadurch mehr Kraft übertragen kann, bin ich es auch nicht gewohnt, dass dieser Knick reinkommt. Na, man kann sich vordehnen und das macht man auch bei einigen Sportarten, bei Freeletics, Calisthenics und so weiter. Die können das machen, sind auch meistens leichtere Jungs. Aber alle anderen da draußen, da ist das enormes Gift, wenn ihr diese normalen Liegestütze macht. Deswegen lasst es. Es kann euch wirklich viel zerstören. Und sind die Handgelenke da einmal kaputt, dann schafft ihr es nicht mehr, irgendetwas auch nur vernünftig festzuhalten. Und das ruiniert euch jedes Training. Rücken, Schultern, Bizeps, Trizeps und natürlich das Brusttraining selbst. Einzig und allein die Beine könnt ihr noch mit etwas über der Hälfte der Übung machen, aber selbst da kann es schmerzen. Eine Flasche im Alltag hochzuheben wird dann schon schwer, da wollt ihr nicht hinkommen. Schont eure Handgelenke. Beim Bankdrücken haut euch jeder Trainer auf die Finger, wenn ihr so einen Griff dort habt. Warum sollte ich das dann beim Liegestütz machen? Und die ganze Kraft geht hier irgendwo rein. Es tut mir schon weh, wenn ich nur daran denke. Deswegen diese Übung niemals so machen, wenn ihr Bodybuilder seid. Lasst es einfach. Und wir sind in der Top 3. Und die erste Übung, die uns hier begegnet, sind Langhantel Curls. Nur noch wenige machen das eigentlich. Ich sehe es recht selten. Die meisten von euch haben schon herausgefunden, dass sie die Handgelenke ein wenig besser anpassen sollten an ihre natürliche Haltung und nehmen deswegen die SZ-Stange, die genau dafür da ist, oder Kurzhanteln. Wenn ihr das immer noch mit einer Langhantel macht, das ist der Klassiker, dann müsst ihr eure Handgelenke so dermaßen verdrehen. Es gibt ein paar da draußen, die damit kein Problem haben, bei denen das super funktioniert, die sehr robuste Handgelenke und zugleich sehr gelenkige Handgelenke haben. Bei denen funktioniert das und ist in Ordnung. Aber auch denen würde ich empfehlen, meistens findet ihr erst heraus, dass es nicht in Ordnung ist, wenn es schon zu spät ist. Dann habt ihr das jahrelang gemacht, viel Gewicht drauf gehabt, hier und da mal abgefälscht, vielleicht bis zu 50, 60 Kilo hochgegangen und nach 3 Jahren merkt ihr plötzlich, dass eure Handgelenke schmerzen. Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also grundsätzlich würde ich sagen, achtet immer auf eure Handgelenke. Es gibt ein schönes Handgelenksvideo hier auf dem Kanal, schaut euch das mal an und ihr könnt einfach feststellen, wie eure natürliche Position ist, wenn ihr ganz locker lasst. Und da seht ihr schon, das ist hier eher ein Hammergriff, beziehungsweise sogar ich gehe ein bisschen in die Supination rein. Und wenn ich die dann hochhalte, dann wäre es eher dieser Griff. Der ist mein Naturgriff. Das könnte man noch machen, aber die so zu verdrehen, oh mein Gott, das ist ein absolutes No-Go, fühlte sich von Anfang an aus meinen ersten Tagen nicht gut an und ich habe sie sofort sein gelassen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Braucht ihr nicht. Nehmt eine SZ-Stange, ihr habt genug Möglichkeiten, aber keine Langhantel. Platz 2. Eine Übung, die ich noch nie verstanden habe und noch nie gerne gemacht habe und von Anfang an schon dachte, was zum Teufel soll der Sinn dahinter sein, ist Frontheben. Obwohl ich aus der Generation des Flex-Magazins kam, wo es immer wieder zu sehen war, dass die großen Stars alle das Frontheben vor allem abwechselnd gemacht haben, ich bin nie ganz dahinter gekommen. Zum einen ist mein vorderer Delta von Anfang an immer schon ziemlich belastet gewesen nach dem Brusttraining. Und es gibt wenige da draußen,
die wirklich sagen können, dass sie nach dem Brusttraining keine 3 bis 4 Tage, vielleicht auch noch, das im vorderen Delta spüren. Denn da ist dieser Muskel zu 100%, nicht 50, nicht 60, nicht Hilfsmuskel, zu 100% mit belastet. Heißt, nochmal eine extra Trainingseinheit nur für die vordere Schulter ist sowieso sehr selten nötig. Meistens machen die Leute dann sogar noch mehr. Fangen erstmal an mit Schulterdrücken und kommen dann zu so einer Übung wie Frontheben. Und damit hat man die vordere Schulter, diesen kleinen Teil hier, nochmal belastet. Sie mag mehr Sinn ergeben bei diesen riesigen Monstern, die mehr Delta-Muskulatur haben als ich im gesamten Rumpf. Okay, vielleicht gibt es dafür ein Anwendungsgebiet, aber selbst die machen sie eigentlich kaum noch. Zusätzlich ist es auch hier wieder, dass die Belastung recht seltsam ist und die wenigsten haben darin auch nur ein gutes Gefühl. Wesentlich besser, wenn ihr all diese Kraft in Seitheben investiert und die vordere Schulter hauptsächlich beim Brusttag oder auch bei Schulterdrücken mitmacht. Aber ein Frontheben ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Grundsätzlich eine Übung, von der ich einfach abraten würde, weil sie Energieverschwendung ist für die allermeisten Menschen da draußen. Deswegen ist das eine Übung, die ich von Anfang an schon gestrichen habe. Und die aufmerksamen Kanalzuschauer unter euch und die Gotti-Kenner werden es schon geahnt haben. Und es gab auch schon eine kleine Eindeutung. Meine Top 1, Platz 1 Übung, die ich nicht mehr mache und auch tatsächlich noch nie exzessiv gemacht habe, höchstens 2-3 Mal ausprobiert, ist Kniebeugen. Von Anfang an habe ich diese Übung schon gemieden in der normalen Variante. Aber selbst bei der Multipresse, wo das Ganze geführt ist, habe ich sehr schnell sein lassen. Und dafür gibt es einen Haufen von Gründen und auch objektive Gründe. Erstmal die subjektiven, ja, es ist wieder eine absolute Grundübung wie Kreuzheben. Nur hier behaupte ich nicht, dass sie absolut nötig ist. Die Beine kann man so vielseitig trainieren und hat man so vielseitige Grundübungsmöglichkeiten auch. Verschiedene Beinpressen, die Hackenschmidt-Kniebeuge, die ich damit nicht meine, die davon ausgeschlossen ist. Aber diese freien Kniebeugen mit der Langhantel zu machen, erfordert einfach eine unglaubliche Lernkurve, die man noch benötigt dafür. Ihr müsst es wirklich perfektionieren, viel Zeit darin investieren und dafür bin ich schon viel zu ungeduldig, denn ich möchte nicht meine Zeit damit verschwenden, eine Übung perfekt zu können, sondern meinen Körper auszuformen. Ich bin Bodybuilder, reiner Bodybuilder. Da geht es nicht darum, irgendeine Formkür zu gewinnen. Und ja, jetzt könnte man sagen, aber man investiert die Zeit, weil man dann so viel rausbekommt. Das ist aber einfach nicht der Fall. Ihr bekommt nicht mehr unbedingt aus den Kniebeugen raus. Das ist auch noch so ein Oldschool-Gym-Mythos, wo euch die großen Jungs irgendwann sagen, du gehörst nicht richtig dazu, wenn du die Beine nicht trainierst oder wenn du keine Kniebeugen machst, kein Bankdrücken machst und kein Kreuzheben machst. Und das ist absoluter Bullshit. Solltet ihr noch darauf reinfallen, nun ja, dann solltet ihr vielleicht in erster Linie weniger an eurem Körper und mehr an eurer Selbstsicherheit feilen. Diese Übung ist nicht notwendig. Zusätzlich ist auch immer wieder eine starke Belastung der Stange auf euren Nacken da und bei mir hat das immer dazu geführt, dass ich schon für 2-3 Tage selbst bei anderen Übungen ganz kleine blaue Flecken hier vorne hatte. Das ist nur eine kleine Nebeneffekt, ein kleiner Nebeneffekt, den nicht jeder von euch haben wird und natürlich kann man auch ein Polster hier drauf tun, ein Handtuch drum wickeln und so weiter. Zusätzlich, neben der großartigen Form, die ihr einhalten müsst, ist es auch eine Sache, die trotzdem immer verletzungsanfälliger sein wird. Wenn ihr hier bis zum Schluss gehen wollt, was niemand eigentlich bei Kniebeugen macht, dann schafft ihr es relativ selten noch die letzten so korrekt auszuführen. Kommt ihr dann einmal aus dem Gleichgewicht raus bei dieser Übung, kann das sehr gefährlich für euch werden. Es ist eine hohe Rückenbelastung noch mit dabei und auch da wieder müsst ihr Voraussetzungen mitbringen. Ihr müsst recht gelenkig sein und das alles macht es einfach diese Übung nicht wert. Das ist keine Übung für reine Bodybuilder, die einfach nur dicke Oberschenkel haben wollen und dafür auch völlig unnötig. Und auch hier wieder, ist es schon soweit, dass ihr euch mal mit dieser Übung verletzt, ist es auch schon zu spät. Die Frage ist für euch, was eure Ziele sind und wenn ihr Bodybuilder seid, warum solltet ihr das Risiko eingehen? Warum solltet ihr ein relativ hohes Risiko bei einer Übung eingehen, plus die Energieverbrauch für die Lernzeit und so weiter und dafür nur relativ wenig rausbekommen? Macht Hackenschnitt-Kniebeugen und ihr bekommt sehr viel raus, müsst kaum was an Lernzeit investieren und habt einfach nicht dieses Risiko dabei. Und könnt dann auch noch
bis zur letzten Wiederholung gehen und das Ganze dann einfach einhaken. Genauso wie bei der Beinpresse, da könnt ihr auch bis zur letzten Wiederholung gehen. Hier hört ihr automatisch immer 2, 3, 4, sogar vielleicht 5 Wiederholungen vorher aus. Also für mich eine Übung, wo ich grundsätzlich mal dazu plädieren würde, denkt darüber nach, ob ihr sie wirklich braucht oder macht ihr sie nur, weil sie einen solchen Ruf hat. Und grundsätzlich mal nicht nur das zum Überdenken anrate, sondern auch für euch individuell müsst ihr diese Übung wirklich haben, um eure Beine aufzubauen. Das war meine Top 8 und jetzt bin ich natürlich äußerst gespannt auf eure Top, was auch immer. Was sind eure Übungen, die ihr nicht mehr macht und was sind die Gründe dafür? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig und ich wette, auch ihr seid neugierig, was die anderen schreiben. Schreibt mir gerne natürlich auch was dazu, was ich hier von mir gegeben habe, welche Top-Übungen ich nicht mehr mache. Aber vor allem bin ich auf eure gespannt. Und natürlich, warum ihr diese Übung nicht mehr macht. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr das auch in den Kommentaren kenntlich zeigen oder nur den Daumen hoch drücken. Und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, abonnieren das Ganze und schaut euch mal auf dem Kanal um. Da gibt es noch einige tolle, sehenswerte Videos. Bin ich selbst von überzeugt. Das war's dann von mir. Bis bald, euer Gotti.